Es heisst Abschied nehmen. Amanda Ammann verbringt die letzte Stunde im Haus von ihren Eltern zu Abtwil bei St. Gallen. Weil heute zügelt sie nach Genf. Die sympathische Ex-Miss studiert dort internationale Beziehungen und hat nach über einem halben Jahr Suchen endlich eine eigene Wohnung gefunden. Trotz der Vorfreude ist die 22-Jährige auch etwas traurig. Es ist schon ein bisschen komisches Gefühl, dass man. Es ist nicht das erste Mal, dass ich zügle, aber es ist wirklich ein komisches Gefühl, jetzt definitiv zu gehen von diesem Ort. Und ich werde es schon ein bisschen vermissen. Trotz Zügelmänner packt St. Gallerin selber zu, denn es gibt einen Riesenberg zum Zügeln. Sicher 500 Kleidungsstücke, etwa 50 Paar Schuhe, alles sonst, Bett, Tisch, also wirklich alles, was man im Haushalt braucht. Wegen dem Schneesturm geht Amanda anstatt mit dem Zügelauto mit dem Zug nach Genf. Der hat aber länger als erwartet. Du, seid ihr schon dort? Nein! Wirklich? Nein, jetzt verarschst du mich. Echt? Das ist gut. Also, ich denke da. Mit Verspätung trifft auch noch Amanda zu Genf ein und kann noch helfen, die letzten Schachteln zu tragen. Dann geht es ab in den vierten Stock. Nach einer Stunde Schleppen ist es soweit. Amanda und ihre Sachen sind in ihrer neuen Wohnung. Ich freue mich mega fest aufs Auspacken. Also wirklich jetzt alles einräumen, wo alles an welchen Platz kommt. Also das ist irgendwie eine von meiner Lieblingsbeschäftigungen. Einräumen, ordnen und Kleider zusammenlegen. Ich muss immer einfach überall, wo ich in eine Wohnung hinziehe oder wo ich wohne, brauche einfach farbige Wände. Am liebsten wäre es sogar bei meinem Freund anstechen und bei meinen Kollegen, wo ich wohne. Und jetzt habe ich für den Gang habe ich Korallenrot und mein Zimmer wird eher ein marokkanisch. Und dort tue ich so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine spezielle Wüsttechnik, mache ich so dunkelrot. Damit Amanda in der Deutschschweiz weiterhin Modelaufträge annehmen kann, wird sie nur ungefähr 3 Tage pro Woche zu Genf sein. Damit die Wohnung an den anderen Tagen nicht leer steht, sucht sie jetzt jemanden, der mit ihr Wege gründet. Am besten schon eine Frau. Ich glaube, es ist mir vielleicht fast einfacher, zu Frauen miteinander. Und, ich glaube, mein Schatz hat auch mehr Freude, wenn nicht gerade ein Mann da ist. Man darf also gespannt sein, wer mit Amanda in die WG wird einziehen wird. Ihre Freund Matthias Gruitsch wird es aber vorerst nicht sein. Zum Zusammenziehen haben die beiden ja noch genug Zeit, so Amanda. Alles neu.